Damen und Herren, ich heiße herzlich willkommen zur Pressekonferenz nach dem Passieren unseres SV Waldhof gegen Koblenz vor 4.283 Zuschauern siegte der SVW mit 2:1. Zur Rechten begrüße ich Gästetrainer Patrick Sander, zur Linken unser Cheftrainer Gerd Deis. Wie immer gehört das erste Wort dem Gast. Herr Sander, bitte. Ja, heute ist so dieser Begriff Glückwunsch, was in dieses Wort ist, angebracht. Glückwunsch zu dem Sieg, der ja, wenn man in der 85. Minute das Tor macht, dann ist das schon glücklich, aber auch der Spielverlauf ist eigentlich so, dass wir schon in der ersten Halbzeit, glaube ich, viel, viel besser im Spiel drin waren, als wir in den ersten 30 Minuten die dominantere Mannschaft waren und dass wir einen klaren Elfmeter nicht bekommen in der 11. Minute von Dejan Rosic. Dass wir dann auch noch in der zweiten Halbzeit die Möglichkeit hatten, nachdem der Innenverteidiger den Ball verstolpert, mit einem 1-gegen-1 gegen den Torwart zu gehen und in Führung zu gehen. Haben wir nicht gemacht. Dann fällt dieses 1-0 durch eine individuelle Qualität nach dem Freistoß. Dann reagieren wir wieder, kommen zurück. Und dann, glaube ich, dann war so die Gier nach mehr leider falsch. Ja, wir verlieren eine Fußballbewegung den Ball. Können dann den Konter nicht unterbinden und da haben dann hinten drin dann Pech, dass der Ball eben abgeblockt wird und dann zum Hefisch, glaube ich, was fliegt. Ja, nützt nichts. Schütteln. Wir spielen am Donnerstag schon wieder gegen Saarbrücken. Ich glaube, ich kann der Mannschaft keinen Vorwurf machen. Wir haben ja ein gutes Auswärtsspiel gezeigt und hatten eigentlich den Punkt schon so zum Greifen. Aber es zeigt dann natürlich auch, dass wir personell auf der letzten Rille fahren und konnten dann auch nicht mehr so die Impulse von der Bank bringen. Ich meine, wenn ich einen Köp draußen habe, einen Kopf draußen habe, einen Tüting draußen habe und gucke mir dann unsere Bank so an, dann gibt es da schon gewaltige Unterschiede und wir können einfach den Auswahl von 5 Spielern nicht verkraften. Dino Bayerisch hat nur beim Magen-Darm früh sich abgemeldet. Ist dann für uns schwierig, deswegen. Diejenigen, die beteiligt waren, haben alles rausgehauen und wir waren knapp dran, aber leider nur knapp. Gerd, Glückwunsch und alles Gute für die nächsten Spiele. Danke, Herr Sander. Gerd, dein Statement zum Spiel, bitte. Patrick hat es sehr gut analysiert. Ich denke auch nochmal vielen Dank für die Glückwünsche. Wir sind heute mit einem blauen Auge davon gekommen, konnten vor allem in den letzten 45 Minuten nicht an die Leistung der vergangenen Spiele anknüpfen, sind so gut wie gar nicht ins Spiel gekommen, haben jegliche Aggressivität mit Zweikämpfen vermissen lassen und dann ist das Spiel so dahin geplätschert, so eine Art Schlafwagenfußball und Gott sei Dank ist in der zweiten Halbzeit ein wenig besser geworden, sind dann auch in Führung gegangen und haben dann wieder, wie gesagt, auch bei der Situation mit dem Kevin Konrad das Glück auf unserer Seite, dass so ein kapitaler Fehler nicht ausgenutzt wurde, mussten aber trotzdem dann durch einen Fehler den Ausgleichstreffer hinnehmen und hatten dann Gott sei Dank nochmal kurz vor Schluss das Glück auf unserer Seite mit dem Kopfball von Nico Hebisch und so konnten wir das Spiel 2:1 letztendlich für uns entscheiden, aber für uns gilt es, wie gesagt, aus diesem Spiel zu lernen, weil so wie wir uns jetzt hier heute präsentiert haben, wird es nicht oft gut gehen und da gilt es schnellstmöglich die Lehren draus zu ziehen und das dann am Samstag wieder besser zu machen, weil, wie gesagt, sonst geht der Schuss nach hinten los und dann ärgern wir uns alle und laufen lang das Gesicht rum und das wird letztendlich nicht sein. Vielen Dank. Danke dir, Gerd. Gibt es von Seiten der Pressevertreter Fragen an einen der beiden Trainer? Dann bitte schon mal ein kurzes Handzeichen, damit wir Mikrofon reichen können. Dies scheint nicht der Fall zu sein. Für unsere Gäste aus Koblenz geht es am kommenden Donnerstag weiter gegen den 1. FC Saarbrücken. Unsere Mannschaft spielt am Samstag bei der TSV Eintracht Stadt Allendorf. Ihnen allen bis dahin eine gute Zeit und bis demnächst. Dankeschön.